Battlefield 2042 gehört mit Sicherheit zu den am heißesten erwarteten Spielen dieses Jahres. Gerade nach dem doch holprigen Release und mindestens genauso problembehafteten Games-as-a-Service-Modell von Battlefield 5 ist die Hoffnung groß, dass DICE mit dem neuen Shooter an die Erfolge aus den Zeiten von Battlefield 3 und 4 wieder anknüpfen kann. Und warum auch nicht? Auf dem Papier scheint der schwedische Entwickler auf jeden Fall den richtigen Weg gewählt zu haben. Es scheint fast so, als hätte man aus den Fehlern von Battlefield 5 gelernt und ein positives Gefühl durchzieht die Community. Oder sollte man eher sagen durchzog, denn in den letzten Tagen und Wochen hat sich die Begeisterung merklich gelindert. Ja, in manchen, nicht wenigen Fällen kann man sogar offen von Sorgen sprechen. Wie aber kam der schnelle Fall und wie berechtigt sind diese Befürchtungen? Eigentlich hatte ja alles ganz gut begonnen und das alleine will schon etwas heißen, wenn man die vermurkste Geschichte von Battlefield 5 im Hinterkopf behält. Schlechter Launch, fehlende Inhalte, Enttäuschung über knappen Content und leere Versprechen, ungefragte Änderungen am Core-Gameplay, fehlende Anti-Cheat-Technik und eine Vielzahl an Bugs brachten dem Spiel in der Community einen äußerst schlechten Ruf ein. Als dann aber Ende letzten Jahres die ersten Gerüchte aufkamen, dass es sich bei dem neuesten Ableger der Serie um einen Soft-Reboot handeln soll, horchte die Community auf. War es tatsächlich möglich, dass DICE eine Lektion gelernt hatte? Jedenfalls waren viele dem neuen Spiel und vor allem den Gerüchten deutlich aufgeschlossener gegenüber. Obwohl das Spiel schon bei einem Investorengespräch 2019 bestätigt worden war, dauerte es tatsächlich bis zum 4. Juni dieses Jahres, bis DICE erstmals über offizielle Kanäle Informationen zum Spiel nach außen trug. Das heißt nicht, dass es nicht schon Leaks und massenweise Gerüchte gab. Einige davon stellten sich als äußerst präzise heraus, andere waren eher wilde Träume der Community. Aber sie alle zeigten genau eins: Es gab ein riesiges Interesse, mehr über das bis dato unbekannte Spiel zu erfahren. Die PR-Kampagne begann mit kryptischen Nachrichten auf Twitter, die vom offiziellen Battlefield-Account und von Influencern geteilt wurden. Obwohl diese Tweets wenige Informationen über das Spiel selbst enthielten, waren sie doch ungemein effektiv. Battlefield begann zu trenden, die Spieler waren gespannt, was DICE in der Hinterhand haben würde. Schon bald machten sich Gerüchte breit, dass es bis zu einem ersten Trailer gar nicht mehr so lange dauern könnte. Und diese Gerüchte bewahrheiteten sich. Am 9. Juni veröffentlichte DICE einen knapp 5-minütigen Reveal-Trailer für das Spiel Battlefield 2042. Und die Fans waren begeistert. Mehr als 20 Millionen Aufrufe auf YouTube, ein Like-Dislike-Verhältnis von 1,1 Millionen zu 29.000 und ein Kommentarbereich, wie man sich als Entwickler nur wünschen könnte. Wenige Tage später folgt ein offizieller Gameplay-Trailer, der ebenso mit offenen Armen empfangen wurde. Doch danach kam nichts. Statt den Hype auszubauen, zog sich DICE kommunikativ wieder vollständig zurück. Auch der für Anfang Juli geplante Technical Alpha-Test konnte nicht wie geplant stattfinden und wurde stattdessen auf Spätsommer verschoben. Als Grund gab DICE an, dass die Implementierung des geplanten Crossplay-Features mehr Zeit in Anspruch nehme als ursprünglich geplant. Diese Mitteilung war einigen Fans ein Grund zur Sorge, denn noch im Februar hatte DICE groß damit angegeben, dass die Entwicklung des Spiels dem Zeitplan vorauslaufe und schneller als geplant sei. Auch hatte man verlauten lassen, dass ganze 3 Teams an Battlefield 2042 arbeiten und dass das neue Need for Speed verschoben werden würde, um Entwicklungsressourcen für Battlefield freizugeben. Spieleentwicklung ist natürlich keine Einbahnstraße und es ist immer möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass die Implementierung von Crossplay nicht im Voraus geplant war. Dennoch begannen sich Sorgen breit zu machen. Immerhin hatte die Community bisher hoffen können, einen problemfreien Start genießen zu dürfen. Trotzdem entschied sich DICE weiterhin für Funkstille. Mit Ausnahme eines Trailers zum neuen Modus Portal und einem Kurzfilm, der das Setting zumindest ein wenig näher bringen sollte, hielt sich die Marketingkampagne komplett zurück. Echte Informationen zum Spiel blieben rar. Es war klar, dass es neben dem noch immer verschobenen Technical Playtest noch eine Beta geben würde. Wann die stattfinden sollte, wurde aber nie bekannt gegeben. Und mit der Aussicht, dass das Spiel in beinahe 3 Monaten rauskommen würde, wurden die Sorgen immer größer. Immerhin hatte noch immer niemand ungeschnittenes oder unbearbeitetes Gameplay gesehen oder sonstige Informationen zum Spiel erhalten. Immer wieder hieß es, bald müsste etwas kommen, doch es kam nichts. Hardcore-Fans hatten längst eine vermeintlich geniale Marketingstrategie ausgemacht. Umso weniger DICE uns erzähle, desto mehr würde sich die Community für das Spiel interessieren. Sollte tatsächlich eine PR-Abteilung so denken, dann wäre das zumindest besorgniserregend, denn so langsam begann sich die Laune der Community zu ändern. Weil der Bedarf nach echtem Gameplay unverändert hoch blieb, krallte man sich an jeden Screenshot und jeden Leak.
Als dann der Technical Playtest im August endlich stattfand, dauerte es tatsächlich auch nur wenige Stunden, bis die ersten Spieler die NDA brachen und Gameplay veröffentlichten. Sollte DICE tatsächlich eine so riskante Marketingstrategie verfolgt haben, war sie spätestens jetzt gescheitert. Das geleakte Gameplay war nie für die Öffentlichkeit gedacht. Es handelte sich wirklich nur um ein technisches Grundgerüst. Das Spiel war auf eine geringe Auflösung und Refreshrate reduziert, viele Grafikfeatures vermeintlich deaktiviert und auch sonst macht es einfach keinen runden Eindruck. Für große Aufmerksamkeit war der Technical Playtest natürlich nicht gedacht, aber das war den Spielern egal. Endlich gab es Gameplay und natürlich blieb es in dieser Form hinter den Erwartungen zurück. Für eine Kurskorrektur war alle Zeit der Welt. Es hätte lediglich offizielles Gameplay gebraucht. Doch DICE blieb still. Verdächtig still. Doch es gab ja noch die Hoffnung, die Open Beta, die irgendwann stattfinden sollte. Wann? Naja, es dauerte Wochen, bis DICE zumindest andeutet, dass man den September anpeile. Wann genau? Unklar, aber man werde rechtzeitig Bescheid geben. So langsam deutete sich ein eher schlechtes Bild ab. Nur wenige Wochen vor Release gab es kein Gameplay, keine genauen Informationen, nicht mal ein Datum für die Beta oder sonst eine Form der Kommunikation. Und jetzt ist der September fast vorbei und DICE hat erst vor kurzem bekannt geben müssen, dass das Spiel und damit auch die Beta nun doch verschoben werden. Dies sei ein Schritt, den man sich zu unternehmen verpflichtend fühlte, um die Qualität des Spiels zu gewährleisten. An sich ja ein guter Grund, aber bei einem Delay von nur 4 Wochen kann in der Regel nicht allzu viel verändert werden. So eine kurzfristige Ankündigung deutet aber darauf hin, dass es hier vielleicht doch systematischere Probleme gibt. Natürlich ist jeder Spieler an einem problemfreien Launch interessiert, aber wie wahrscheinlich ist so einer noch? Dieser Delay ist Grund zur Sorge. Das Spiel war vor wenigen Monaten angeblich noch weiter als geplant. Es hatte einen unglaublich großen Development Cycle, einen der größten der Battlefield-Geschichte. Eine Vielzahl an Studios arbeitet an Battlefield 2042 und dieses Mal mussten auch keine Developer für die Entwicklung einer Kampagne abgestellt werden, so wie bei den letzten Spielen der Serie. Und trotzdem muss das Spiel kurz vor Release verschoben werden. Die Vergleiche mit Cyberpunk 2077 sind vielleicht nicht alle angebracht, doch die Sorgen sind verständlich. Und die Worte eines deutschen EA Game Changers mit Bezug zu einem Playtest sind auch nicht wirklich ermutigend. Auch wenn die Verschiebung nervt, glaub mir, wenn ich sage, dass es absolut begründet ist. Es gibt wenig, was man DICE hier zur Verteidigung noch zugute halten kann. Sowohl die Marketingkampagne als auch jegliche Kommunikation mit den Fans waren und sind ein absoluter Reinfall. Wie genau DICE fortfahren will, wissen die Schweden vielleicht selbst gar nicht so genau. Fakt ist jedenfalls, dass der Release von Battlefield 2042 in Zukunft eine hervorragende Case Study für gescheiterte Videospiel-Pre-Release-Kampagnen sein wird.